einzelnen Bögen sind namentlich kodiert, also ich kann sie später auch den Klausuren dann zuordnen. Wer unfreundlich war, wird das dann spätestens bei der Benotung im März, April erfahren. Das ist zwar ein etwas kompliziertes Unterfangen, das ich mir da auferlegt habe, aber ich hoffe, ich schaffe das. Gut, zur heutigen Veranstaltung. Es geht heute um das etwas dröge, vielleicht sogar langweilige Thema Träger, Organisation und Institutionen der sozialen Arbeit. Ich möchte Sie bekannt machen mit einigen Begriffen und Definitionen dazu. Ich möchte vorstellen, was Träger sind. Gemeint sind in der sozialen Arbeit keine Stahlträger, aber das Symbol ist ganz amüsant, wenn man schon von Trägern spricht. Ich mache Sie bekannt mit Trägerstrukturen und werde abschließend einige zentrale Organisationen vorstellen. Im historischen Rückblick und in vielen Zwischenbemerkungen wies ich immer wieder darauf hin, dass soziale Arbeit ein Hilfe-, Unterstützungs-, Bildungsangebot darstellt, das sich eben nicht nur individuell und ehrenamtlich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene adressiert, sondern dass soziale Arbeit über Institutionen, Organisation, Gesundheit hervorgebracht wird, gesteuert wird, es sich ausdrückt in Ämtern, Diensten, Einrichtungen, Verbänden und Vereinen. Im Kern stellt damit soziale Arbeit zwar vielleicht für viele, wenn sie sie beobachten, ein anarchistisches, chaotisches Angebot dar, aber bei genauerer Betrachtung, hoffentlich werden Sie zustimmen können, ist das ein institutionelles Angebot, das vom Staat verantwortet, quasi stellvertretend für alle, als gesellschaftliches Gesamtsubjekt und in dessen Vertretung entsprechende Institutionen auf der einen Seite stehen, und eben die Subjekte, die Adressaten, die Klienten, wie immer sie das auch bezeichnen mögen, Familien und Gruppen auf der anderen Seite. Der Staat übernimmt für uns alle die Verantwortung und Aufgabe, soziale Arbeit verantwortlich vorzuhalten, hat diesbezüglich Institutionen respektive Organisationen gefunden, die dieses übernehmen und wir dann quasi die Angebote in Anspruch nehmen können. Für die soziale Arbeit werden die Institutionen und Organisationen in der Regel als Träger bezeichnet. Die Arbeitgeber, diejenigen, die verantwortlich sind als institutionelle Kontexte für soziale Arbeit, die erhalten haben die Bezeichnung Träger. Bei den Trägern, und das zieht sich heute durch die gesamte Vorlesung, unterscheiden wir im Kern zwei Trägertypen. Es sind zum einen die öffentlichen Träger, und es sind zum anderen die privaten Träger. Gemeint ist damit, dass bei den öffentlichen Trägern es sich in der Regel um kommunale, landesbezogene oder bundesweit organisierte Formen handelt, die in Ämtern oder anderen Organisationsformen uns gegenübertreten. Der Begriff der freien Träger ist insofern irritierend, privaten Träger, weil im Kern sind diese Träger nicht privat.
Die Bezeichnung kommt aus den Rechtswissenschaften, wo eben das, was nicht öffentlich-staatlich im eigentlichen Sinne ist, als privat kodiert wird. Die privaten Träger, da finden sich wiederum zwei unterschiedliche Trägertypen wieder. Zum einen sind es die freien und gemeinnützigen Träger und zum anderen die privat-gewerblichen Träger. Diese Trägerstruktur bestimmt die gesamten Angebote der sozialen Arbeit. Überall da und dort, wo soziale Arbeit sich mit ihren unterschiedlichen Maßnahmen, Projekten und Angeboten präsentiert, präsentiert sie zugleich auch einen der hier genannten Trägertypen, also die entsprechend dahinterstehenden, aus einer berufspolitischen Sicht dahinterstehenden Arbeitgeber. Bislang habe ich in dieser Veranstaltung in den Vorbemerkungen zwischen Organisation und Institution nicht fein getrennt. Ich habe beide Begriffe quasi identisch verwendet. Wenn wir uns mit organisationssoziologischen Bestimmungen der Begriffe Organisation und Institution beschäftigen, so können wir feststellen, dass Organisationen im Kern relativ klar gegliederte, hierarchische, hochformalisierte und in sich nach streng geregelten Kommunikations- und Kooperationsformen operierende Einheiten darstellen. Organisation bezeichnet in der Organisationssoziologie eine Form des Zusammenhaltes, ein Verbund, ein Kontext, der sich deutlich nach außen dokumentiert über Form der inneren Gliederung mit ganz klar erkennbaren inneren Strukturen. Eine entsprechende Definition für den Begriff der Institution liegt nicht vor. Schauen wir uns entsprechende theoretische Beschreibungen an, so wird zuweilen und in der Regel darauf hingewiesen, dass Institutionen durch mehr oder weniger traditionelle Praxen über kulturell gemeinsam geteilte Werte und über eine sich deutlich auch artikulierende innere Dynamik auszeichnen. Als Institutionen in der Soziologie werden eben nicht nur Einheiten bezeichnet, die über diese Elemente und Aspekte verweisen, sondern es wird auch immer darauf verwiesen, dass sie im Kern entwicklungs- und lerngesteuert sind. Dieses trifft zum Beispiel zu, und in einer späteren Sitzung werde ich darauf eingehen, auch für Institutionen wie Familie, Schule und andere. In der sozialen Arbeit können wir deswegen von Institutionen sprechen, weil in der Regel bislang sie zwar auch hierarchische Strukturen, formalisierte Abläufe aufweisen, im Kern aber relativ dynamisch und flexibel strukturiert sind. Steuern sich Organisationen über Medien wie Geld und Recht, findet darüber der Austauschprozess statt, so, das sind zumindest die Hinweise, die Sie auch in der Literatur in Bezug auf Institutionen finden, koordinieren sich diese primär über sprachliche Verständigungsformen. Für die soziale Arbeit könnte diese
Definition, dass Institutionen sich über sprachliche Kommunikation und Verständigung koordinieren, sich darüber regeln und im Grunde auch herstellen. Das könnte man ergänzen, insofern als natürlich auch Rechtsvorschriften nicht nur im Kontext der sozialen Arbeit zur Anwendung kommen, sondern sie selbst auch die jeweiligen Netzwerke bestimmen. Fassen wir zusammen, dann könnten wir festhalten, dass soziale Arbeit in Bezug auf die Träger strukturelle administrative Netzwerke sind, die kommunikativ über Sprache gesteuert werden, sich aber sukzessive, und die Motive und die Gründe werde ich an späterer Stelle noch versuchen zu erläutern, sich in Richtung von relativ starren, hochformalisierten Organisationen verändern. Unabhängig davon, ob von Institutionen oder Organisationen in Bezug auf die administrativen Netzwerke gesprochen wird, kann man festhalten, dass beide, nämlich Institution und Organisation, das bezeichnen in der Sprache, die in der sozialen Arbeit in den letzten 150 Jahren sich entwickelte, das bezeichnen, was andernorts als Arbeitgeber ausgewiesen wird. Die Träger der sozialen Arbeit, das ist ein zentraler Begriff, der in der Alltagssprache in diesem Feld immer wieder anzutreffen ist. Ein zweiter zentraler Begriff, der mit dem heutigen Thema zusammenhängt, ist das Prinzip der Subsidiarität. Die Grundlage, nämlich der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten, also freien, gewerblichen und sonstigen Trägern, ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Das Subsidiaritätsprinzip definiert im Kern, dass der Einzelne, was er regeln kann und zu regeln vermag, als kleinste Einheit vor der Familie zu regeln hat und dass Gruppen und Körperschaften anschließen kommen. Es wird darüber aber auch ausgedrückt, dass alle nicht staatlichen, privaten Zusammenschlüsse zunächst aus eigener Kraft das zu realisieren haben, was ihnen möglich ist, und erst dann staatliche Hilfe in Anspruch genommen werden kann. Feiner und etwas differenzierter formuliert, das Subsidiaritätsprinzip kommt ursprünglich aus der katholischen Soziallehre. Ein subsidiäres Staatsverständnis ist über dieses Prinzip, das der katholischen Soziallehre entlehnt ist, ist grundlegend für liberale demokratische Gesellschaften. Wie schon gesagt, wird darüber ausgedrückt, dass der Staat auch im Auftrag der Gesellschaft die Unabhängigkeit, die Autonomie und die Freiheit der Bürger und Bürgerinnen nur in dem Maße beschränken sollte, soweit es unbedingt notwendig ist, und zwar auch nur in den Fällen, wo Recht oder die Rechte anderer verletzt werden oder wo die einzelne Bürgerin, der einzelne Bürger oder ihre lebensweltlichen Gemeinschaften nicht mehr in der Lage sind, selbstständig und autonom zu handeln. Bezogen auf die soziale Arbeit ist mit dem Prinzip der Subsidiarität
Demnach also, etwas schlicht formuliert ausgedrückt, dass die größeren, nicht selbstständigen gegenüber den kleineren, selbstständigen Hilfen zurückzustehen haben. Diese Form der Subsidiarität ist im Kern für die soziale Arbeit in dreifacher Form von ganz elementarer Bedeutung. Nachrangigkeit im Sinne der Subsidiarität bedeutet, dass nicht selbstständige Hilfstätigkeiten für ein Individuum oder für eine Gruppe gegenüber den selbstständigen Tätigkeiten der Unterstützung und der Hilfe erst dann einsetzen, wenn die Selbsthilfepotenziale von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Familien nicht mehr ausreichen. Dieses Prinzip finden Sie in Bezug auf alle Angebote der sozialen Arbeit wieder. Bevor soziale Arbeit interveniert, ist zunächst die Frage, und heute noch mit einer besonderen Bedeutung, und auch darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen, ob nicht und in welcher Form die Selbsthilfefähigkeiten der jeweils Betroffenen hinreichen, um eine andere fremde Hilfe nicht zum Tragen kommen zu lassen. Dieses Prinzip der Achtung, der Schätzung der jeweiligen kleineren selbstständigen Einheiten gegenüber staatlichen Eingriffen trug jahrzehntelang auch beispielsweise die Formen, die gefunden wurden, um Angebote für Kinder außerhalb der Familie vorzuhalten. Das Recht der Familie, der Eltern, über ihr Kind zu bestimmen, das Aufwachsen zu begleiten, die Entwicklung zu initiieren, ging so weit, dass gesagt wurde, und einige erinnern sich vielleicht an die Veranstaltungen zur Geschichte der sozialen Arbeit, dass alle Einrichtungen, die sich auf Kinder vor dem Schulalter beziehen, nachrangig sind gegenüber den familialen Angeboten. Wir wissen, dass durch neuere Gesetzgebung, die aber erst in den letzten 15 Jahren verabschiedet wurden, inzwischen in Bezug auf diese Vorrangigkeit der Familie doch andere Akzente gesetzt wurden und auch in vielen konservativen Kreisen inzwischen geschätzt wird, dass außerfamiliale Angebote der Pädagogik der frühen Kindheit in dieser Gesellschaft vermehrt anzutreffen sind und inzwischen ja auch weit über 95% aller 5- und 6-Jährigen, die noch nicht eingeschult sind, inzwischen diese Angebote in Anspruch nehmen. Öffentliche staatliche Hilfe zweitens sollte erst dann einsetzen, wenn lebensweltliche oder private Unterstützung nicht mehr gegeben sind oder nicht mehr hinreichen. Dieser Grundsatz bedeutet auch, dass in einem, und die Bundesrepublik Deutschland versteht sich zumindest in diesem Zusammenhang so, ein liberaler Rechtsstaat ehrenamtliches und freiwilliges Engagement auch im Feld der sozialen Arbeit strukturell hoch bewertet und immer bevor staatliche oder im staatlichen Auftrag initiierte Hilfe und Unterstützung abgefragt wird, ob nicht ehrenamtliches freies Engagement die jeweilige Hilfe, Unterstützung, das Bildungsangebot auch anbieten kann.
Und drittens ist damit gesagt, dass der Gesamtstaat, also die Bundesrepublik Deutschland, erst dann sich angesprochen fühlt, wenn die Bundesstaaten und dahinter dann die Kommunen, die Kreise und die Länder nicht mehr in der Lage sind, die jeweiligen Probleme, Herausforderungen zu bewältigen. Diese Form der Subsidiarität, die finden wir im Kontext der Angebote von sozialen Dienstleistungen, also im Sozialsystem. Wir finden sie aber auch im Kern im Bildungssystem. Dass das Bildungssystem nicht in der Verantwortung des Bundes insgesamt liegt, sondern die Länder, genau wie auch bei den Hochschulen, hier die Aufgabe übernehmen, die entsprechenden institutionellen, organisatorischen Rahmungen für Bildungsangebote zu schaffen und zu verantworten, das ist auch damit begründet. Und aus einer bundesrepublikanischen Perspektive ist darüber auch begründet, warum Intervention und einheitliche Regelung der europäischen Gemeinschaft nicht durchgängig Vorrang haben vor den Regelungen, die sich im Kern über das Subsidiaritätsprinzip gestalten. Subsidiarität in diesem Sinne bedeutet aber auch, dass Angebote der privaten, sowohl der freien, aber auch der gewerblichen Träger Vorrang haben vor den eigentlichen staatlichen Angeboten. Wenn die Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, der Jüdische Wohlfahrtsverband oder der Paritätische Wohlfahrtsverband, eine Elterninitiative, eine Arbeitsgemeinschaft, sagt, dass sie den notwendigen Kindergarten in der jeweiligen Region betreiben möchte, also als Arbeitgeber fungieren möchte und entsprechend dann auch die staatlichen Anerkennung und die fachliche Kompetenz diesem Träger zugestanden wird, dann werden staatliche Angebote und auch Kindertageseinrichtungen gegenüber diesem Angebot immer noch zurückstehen müssen. Diese Verhältnisbestimmung und dieser Umgang mit dem Subsidiaritätsprinzip hat sich in den letzten Jahren etwas verändert und ist aufgeweicht worden. Es fand und findet gegenwärtig eine Neugewichtung der wohlfahrtsstaatlichen Leitbilder statt. Diese Neugewichtung hat auch ganz einschneidende Konsequenzen für Berufstätigkeiten im Feld der sozialen Arbeit. Sie hat einschneidende Konsequenzen insofern, als dass mit Deregulierungen verbunden ist auch eine Aufweichung beispielsweise bisheriger tariflicher Gefüge und diese Deregulierungen im Kern dazu beitragen, dass die Entlohnungssysteme in der sozialen Arbeit insgesamt ins Rutschen gekommen sind. Und wie und in welcher Form, dazu erlaube ich mir gleich noch zwei Anmerkungen. Was wir beobachten können, ist im Kern eine Veränderung des sozialstaatlichen, wohlfahrtsstaatlichen Gefüge und der entsprechenden Leitbilder von einem versorgenden hin zu einem aktivierenden, regulierenden Sozialstaat. Bis weit in die 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein organisierte sich soziale Arbeit nicht ausschließlich, aber auch und im Kern an dem Anspruch, da wo Hilfe notwendig ist,
da werden wir als Gesellschaft und damit auch als Staat unterstützend, helfend eingreifen. Die Landschaft der wohlfahrtsstaatlichen Angebote organisierte sich im Kern und wesentlich nach dem sogenannten Bedarfs- und Bedürfnisprinzip. Da, wo etwas artikuliert wurde oder wo etwas vermutet wurde oder wo im Grunde vorausschauend präventive Angebote für notwendig erachtet wurden, da fand nicht immer eine Umsetzung der jeweiligen Notwendigkeiten statt, aber im Kern orientierte sich die sozialstaatlichen Institutionen darauf, versorgend und unterstützend ein Angebot vorzuhalten. Ein aktivierender oder regulierender Sozialstaat, der orientiert anders. Er vertraut zunächst darauf, ganz im Sinne des zuvor genannten libertären Grundsatzes von demokratischen Gesellschaften, er vertraut zunächst darauf, dass die Selbstheilungskräfte der Gesellschaft zu aktivieren sind, um Probleme, Risiken, Herausforderungen in der Gesellschaft zu bearbeiten. Aktivierend heißt unter anderem, dass freiwilliges, ehrenamtliches Engagement wieder eine größere und stärkere Bedeutung erlangt. Vielleicht ist der Hinweis und die Beschreibung bedeutet erlangt auch nicht zutreffend. Vielleicht sollte man besser formulieren, dass ehrenamtliches und freiwilliges Engagement stärker gefordert werden, um Herausforderungen, Risiken und Probleme von Menschen in modernen Gesellschaften zu beantworten. Dieser aktivierende Akzent in einem neuen wohlfahrtsstaatlichen Leitbild wird ergänzt durch regulierende Aspekte. An anderer Stelle sprach ich darüber, dass strafende, sozial disziplinierende, im Kern also punitive Orientierungen in dieser Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, in den letzten Jahren zugenommen haben. Sie haben zugenommen auf Seiten derjenigen, die in Handlungsfeldern der sozialen Arbeit aktiv sind. Sie haben aber auch zugenommen als sozialstaatliche Grundprinzipien. Das Beispiel der geschlossenen Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, also der Unterbringung außerhalb von Familien in Heimen und anderen entsprechenden Institutionen, ohne dass Kinder und Jugendliche diese ohne weiteres wieder verlassen können, weil sie dort erstmal für einen gewissen Zeitpunkt eingeschlossen werden, ist eine Spitze, die dokumentiert die Spitze dieser Entwicklung hin zu einem regulierenden Sozialstaat. Ein anderes Prinzip, das im Kontext dieses neuen Leitbilds einer stärkeren Regulierung wohlfahrtsstaatlicher Angebote forciert wurde, ist das Angebot, was insbesondere im Sozialgesetzbuch 2 sich auch formuliert findet, ist das Angebot, ist die Struktur, das Leitbild des Förderns, aber unter der Grundbedingung, dass die Gesellschaft und der Staat auch das Recht hat, entsprechend dann von denjenigen, die gefördert werden möchten und sollen, auch etwas zu fordern. Was wir gegenwärtig erleben, ist also eine Veränderung der Leitkulturen und der Leitbilder in der sozialen Arbeit. Und zwar, wenn wir es zusammenfassen, ist es eine Veränderung von einer Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit hin
zu einer Teilhabegerechtigkeit. Diese Veränderung hin zur Teilhabegerechtigkeit klingt erstmal relativ modern, aber sie sagt aus, dass die Orientierung, die Grundorientierung nicht mehr darauf orientiert, dass der Bedarf an Notwendigkeiten entscheidend ist, sondern dass Teilhabemöglichkeiten gegeben werden. Und ob und wie jemand diese wahrnimmt, das ist dann auch in Verantwortung der Einzelnen gestellt. In Bezug auf die Institutionen und Organisationen der sozialen Arbeit wirkt sich diese langsam vollziehende Veränderung insofern aus, als dass wir, wenn wir die Trägerlandschaft uns insgesamt ansehen, nicht mehr nur von zwei großen Trägergruppen vielleicht sprechen können, also von den öffentlichen und den privaten Trägern, sondern dass inzwischen eine Viererbande hier die Angebote der sozialen Arbeit gestaltet. Es sind zum einen staatliche Angebote, es sind zum zweiten marktwirtschaftlich gesteuerte Angebote, es sind die Herausforderungen an die Zivilgesellschaft, also ehrenamtliches und freiwilliges soziales Engagement, das wieder verstärkt gefordert wird. Und es sind eben die alten privaten freien Träger, die Gemeinschaften, die hier im Zusammenspiel dann die soziale Arbeit als Trägergruppe gestalten sollen. Was sich im Zuge dieser Erweiterung des institutionellen Netzwerks von sozialer Arbeit deutlich zeigt, ist, dass das Verhältnis zwischen öffentlichen und privaten Trägern gegenwärtig neu justiert wird. Zunehmend mehr wird auf privatgewerbliche Träger vertraut. Das heißt, dass zunehmend mehr auch nach ökonomischen und damit fiskalpolitischen Aspekten im Feld der sozialen Arbeit die Trägerlandschaft sortiert. Das bedeutet nicht nur, dass Wirtschaftsunternehmen zunehmend mehr auch Angebote in der sozialen Arbeit vorhalten. Wir sehen es in der alten Arbeit, insbesondere im ambulanten Bereich. Wir sehen es seit vielen Jahren schon im Bereich der Krankenversorgung. Wir sehen es inzwischen aber auch in Bereichen, wo das in dieser Form bislang eine Ausnahme darstellte. Zunehmend mehr, zumeist sehr elitär ausbuchstabierte Formen der Pädagogik der Kindheit, also in Form von Kindertageseinrichtungen, sind anzutreffen und geben einen Indiz dafür, dass dieser privatgewerbliche, marktwirtschaftlich organisierte Bereich im Kontext der sozialen Arbeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Er gewinnt zunächst Bedeutung, insbesondere in Bezug auf die Wahrnehmung und die darüber initiierten Umstrukturierungsprozesse in der sozialen Arbeit selbst. Wir können beobachten, leider können wir das in Zahlen nicht dokumentieren, dass viele große private, freie Träger durch Auslagerungen inzwischen diesen Bereich der marktwirtschaftlich orientierten Angebote auch bespielen. Konnten wir früher feststellen, dass die Caritas, die Diakonie über Landesverbände, Bezirksverbände ihre Angebote strukturieren,
und entsprechend auch vorhalten. So ist heute festzustellen, dass im Bereich der Jugendberufshilfe, aber auch der ambulanten und stationären erzieherischen Hilfen Auslagerungen stattfinden bei den kirchlichen Anbietern, bei den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden, aber auch bei den Wohlfahrtsverbänden vom Deutschen Roten Kreuz oder vom Paritätischen. Und diese Auslagerungen, die haben direkte Konsequenzen auch für die Beschäftigungsverhältnisse, weil mit den Auslagerungen verbunden ist häufig auch ein Verlassen der jeweiligen tarifrechtlichen Rahmenvereinbarungen möglich. Mit anderen Worten, über die Auslagerung soll eben kosteneffizienter soziale Arbeit gestaltet werden. Es spielt nicht mehr die Effektivität und die Qualität des Angebots eine Rolle, sondern die Effizienz. Und Effizienz ist immer ein Merkmal auch für Wirtschaftlichkeit. Dass außerhalb bestehender Tarifverträge Entlohnungen in der sozialen Arbeit zunehmend mehr anzutreffen sind, das verdankt sich eben insbesondere den von mir genannten Prozessen einer zunehmend stärker auch marktwirtschaftlichen Organisierung von Angeboten der sozialen Arbeit. Gehen wir noch einmal zurück und schauen uns insgesamt das Feld der öffentlichen, der freien Träger und eben der dezidiert marktwirtschaftlich organisierten Angebote an. Und zwar zunächst ein Blick auf die Anzahl der Einrichtungen. Im Feld der sozialen Arbeit treffen wir in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt weit über 80.000 Einrichtungen an. Das sind diesmal Zahlen aus dem Jahre 2010 und 2011. Allein in dem Zeitraum des letzten Jahrzehnts, des letzten Jahrhunderts bis eben vor 3-4 Jahren fand eine enorme Entwicklung statt, insofern als dass soziale Arbeit expandierte und 10.000 Einrichtungen hinzukamen. Die größten Arbeitgeber vor Mercedes, vor VW, vielleicht kann man sagen noch vor VW und vor vielen anderen, das sind die Wohlfahrtsverbände. Die Wohlfahrtsverbände wie Caritas und Diakonie beschäftigen insgesamt weit jeweils über 700.000 Personen im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich und eben in anderen Feldern, in denen sie sich engagieren. Wenn von großen Arbeitgebern gesprochen wird und hätte ich gefragt, ich vermute mal, Sie hätten auch diese genannt, da wären in der Tat die genannten erwähnt worden, vielleicht Siemens noch und einige andere, aber die größten Arbeitgeber sind in der Tat die Wohlfahrtsverbände. Die Entwicklung, auf die ich hier aber hinweisen wollte, ist nicht im Kern die Expansion, sondern sind sukzessive sich andeutende Verschiebungen. Verschiebungen zwischen öffentlichen Trägern, den freien privaten Trägern und den gewerblichen Trägern. Schauen Sie vielleicht auf die Prozentwerte. So war es vor 15 Jahren noch so, dass ungefähr der Anteil der Angebote zwischen öffentlichen Trägern und freien Trägern inklusive gewerblichen Trägern bei 50-50 lag. Die genauen Zahlen sehen Sie, die öffentlichen Träger verantworteten 47% der Angebote, die freien Träger ungefähr 51% und die privatgewerblichen, also deutlich marktwirtschaftlich orientierten Träger gut 1%. Das hat sich in den letzten 10 Jahren verändert. Nur noch knapp 30% aller Angebote, aller Maßnahmen, aller Projekte
im Kontext der sozialen Arbeit werden vorgehalten von öffentlichen Trägern, also von Gemeinden, von den Ländern und vom Bund. Expandieren konnte insbesondere der Anteil der freien Träger. Expandieren konnte aber auch, und zwar verdoppeln, konnte sich der Anteil derjenigen Angebote, die sich marktwirtschaftlich organisieren. Wenn ich also zuvor von einer Neujustierung des Sozialstaates sprach, so ist damit nicht nur eine politische Bewertung einer Veränderung gemeint, einer Veränderung, die sich in den Mentalitäten und in den Kulturen ausdrückt, ausdrückt auch darin, dass zunehmend mehr auch das Fremde, da wo es sich nicht selbst versorgen kann, zum Gegenstand von strafenden und sozial disziplinierenden Interventionen wird. Wer Hilfe beanspruchen möchte, den können wir auch fordern. Das ist eine Seite dieser Neujustierung. Eine ebenso eklatante ist zu sehen und zu erkennen in einer Verschiebung der Trägerlandschaft insgesamt. Und dahinter verbirgt sich, dass zunehmend mehr der Staat als ein wesentlicher Teil der Vorhaltung eines wohlfahrtsstaatlichen Gesamtgefüges sich aus seiner Verantwortung zurückzieht und es ganz im Sinne des Subsidiaritätsprinzips zunehmend mehr privatwirtschaftlichen und eben den privatfreien Trägern überträgt. Angestellt, und diese Zahlen finde ich einfach auch für ihre Zukunftsaussichten nicht unbedeutend, angestellt sind im Kern Bereichen der sozialen Arbeit gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt gut 1,6 Millionen Menschen in Handlungsfeldern der sozialen Arbeit. Also von kleineren Handlungsfeldern wie soziale Arbeit im Gesundheitsbereich über Handlungsfelder der Altenarbeit, der erwachsenenbezogenen sozialen Dienste, der Arbeit in Bezug auf Kinder und Jugendliche in den unterschiedlichsten Formen. Schauen Sie einmal zurück, dann wird, glaube ich, die Entwicklung und die Bedeutung, die sich in den Zahlen zur Beschäftigung ausdrücken und dem Bedeutungsgewinn der sozialen Arbeit, der darüber gegeben ist, nochmals deutlich. Zu Beginn der 1950er Jahre, vielleicht in der Tat in einer relativ schwierigen Situation, arbeiteten in der sozialen Arbeit knapp 100.000 Personen. Noch Mitte der 90er Jahre waren es knapp 800.000 Personen. Und inzwischen sind es eben, wie gesagt, weit über 1,6 Millionen Menschen. Die Neujustierung der sozialen Arbeit, der Einzug von Kriterien und Kulturen der Effizienz gegenüber und der Verdrängung von Qualitätsmaßstäben, das Setzen auf einen aktivierenden, regulierenden Sozialstaat, das Vertrauen wieder stärker auf die Selbstheilungskräfte des Einzelnen, hat nicht dazu geführt, dass insgesamt soziale Arbeit als berufliches Handlungsfeld an Bedeutung in den zurückliegenden 15 Jahren verloren hat, sondern im Gegenteil, soziale Arbeit hat sich auf der Beschäftigungsebene mehr als verdoppelt. Wenn gefragt wird, welche Dienstleistungsindustriebereiche in den letzten 15, 20 Jahren
eine enorme Expansion erlebten, wo quasi der Zug abgibt und zunehmend mehr Menschen auch Arbeit finden, dann wird in der Regel der IT-Bereich genannt. Im Kern ist es aber der Bereich der sozialen Arbeit, der die stärksten und dynamischsten Entwicklungsschritte vollzog, auch auf Ebene der Beschäftigten. Und im Kern ist es die soziale Arbeit, die gegenwärtig immer noch die geringsten Prozentwerte zeigt in Bezug auf Arbeitslosigkeit. Sie hatten eine Frage. Ja. Das erklärt sich darüber, dass die Grundversorgung in der DDR relativ gut strukturiert war. Das war nicht so sehr die Grundversorgung in Bezug auf Angebote, wie es dort noch hieß, der Fürsorgewohlfahrt, sondern es waren im Kern die Angebote im Bereich der Pädagogik der frühen Kindheit. Das Netzwerk der Krippen, Betreuung und Bildungsangebote, das Netzwerk der Kindertagesstättenangebote, also der Kindergärten, war wesentlich dichter. Es war in Bezug auf Beschäftigungs- und Kinderzahlen wesentlich ausgewogener und qualitätsvoller. Unabhängig davon ist sicherlich die Qualität in den Kindertageseinrichtungen selbst ganz anders zu bewerten, aber strukturell wahrzunehmen, gab es ein besseres Beschäftigungsverhältnis und ein wesentlich besseres Versorgungssystem. Dieses Versorgungssystem wurde sukzessive abgebaut, also die Relation von Kind zu Erzieherinnen, Pädagogen in den Kindertageseinrichtungen verschlechterte sich. Es wurde abgebaut, insbesondere zu Beginn der 90er Jahre, die Angebotsvielfalt in Bezug auf Betreuungs- und Bildungsplätze für Kinder unter 3 Jahren. Und was hinzukam, die demografische Entwicklung in den neuen Bundesländern. Also es waren auch weniger Kinder bis vor 1,5 Jahren dort, die das Licht der Welt erblickten. Und von daher war eben das bis dato vorgehaltene Angebot in der bisherigen Form auch nicht mehr aufrechtzuerhalten. Der fatale Fehler, der aber gemacht wurde in den neuen Bundesländern, war und ist der, dass darauf vertraut wurde, dass die demografische Entwicklung sich so weiter fortschreibt, dass darauf vertraut wurde, dass die Qualitätsansprüche Westniveau zu erreichen haben in Bezug auf das Verhältnis von Pädagogen zu Kind. Und es wurde schlichtweg übersehen, dass die demografische Entwicklung, das betrifft ja viele Regionen in den westlichen Bundesländern auch, sich inzwischen verändert, also die Zahl der geborenen Kinder sukzessive wieder steigt. Und es wurde einfach nicht beachtet, dass das in den neuen Bundesländern sich nochmal wesentlich ausgeprägter zeigt. Das hätte im Grunde vorausgesagt werden können. In der Deutschen Demokratischen Republik war es üblich für junge Männer, insbesondere für Frauen, relativ früh auch Vater und Mutter zu werden. Weil mit der Vater- und Mutterschaft war das Recht auch verbunden, über eine eigene Wohnung dann verfügen zu können. Also das Kinderkriegen war auch Ausdruck eines Verselbstständigungsprozesses, der nicht weiter belastete, weil das staatliche Versorgungsnetzwerk war so gut aufgestellt, dass berufsqualifizierende und akademische Karrieren durchaus mit 1 und 2 Kindern sich realisieren konnten. Das veränderte sich nach der sogenannten Wende rapide. Das Heiratsalter passte sich auch dem Westniveau an. Es verschob sich also insgesamt um gut 10 Jahre.
also in die Ende der 20er, Anfang der 30er Phase. So, jetzt können Sie mitrechnen, Entschuldigung, das verschob sich von den Beginn der 90er Jahre in das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends hinein, bis es sich stabilisierte, hatten wir 2010, 11, 12 und genau jetzt zeigen sich die Effekte. Also die Kinderzahl hat sich in der Tat dem Westniveau angepasst, aber eher was das Alter der Kinder betrifft. So, Klammer zu, ich hoffe, Ihre Frage ist damit auch etwas aufufernd beantwortet. Im Kern die Botschaft hier ist, soziale Arbeit ist ein expandierendes Handlungsfeld insgesamt. Soziale Arbeit, das zeigt sich deutlich, ist kein Bereich, der in der Zukunft verschwinden wird. Im Gegenteil, die Herausforderungen, Probleme und die wachsenden Risiken in modernen Gesellschaften, ein Leben gut, angemessen und selbstständig gestalten zu können, die damit verbundenen Ansprüche provozieren auch weiterhin die vorgehaltenen sozialstaatlichen Leistungen. Und es ist nicht davon auszugehen, dass dieser Bereich in irgendeiner Form zusammenbricht oder sich in nächster Zukunft deutlich dezimiert. Ich möchte Sie abschließend im Schnelldurchgang, und ich werde auf die einzelnen Aspekte dann heute nicht mehr eingehen, auf Teile und wesentliche Aspekte der Trägerstruktur noch hinweisen. Im Kern kann man weiterhin davon sprechen, unabhängig der von mir vorgeschlagenen Vierteilung, dass zivilgesellschaftliche Angebote, marktwirtschaftliche Angebote, Angebote der Gemeinschaften und eben der öffentlichen Träger inzwischen das Quartett bilden, das insgesamt Angebote vorhält. Unabhängig dieser auch empirisch belegten Entwicklung sind es im Kern noch die öffentlichen Träger, die freien gemeinnützigen Träger und privat-gewerblichen Träger, die zum Teil sich abgespalten haben von den freien und gemeinnützigen Trägern, die das Bild der Angebotslandschaft in der sozialen Arbeit weitestgehend bestimmen. Bei den öffentlichen Trägern sind diejenigen, die Angebote vorhalten, vornehmlich das Jugendamt, das Gesundheitsamt und überregional dann entsprechend die Landesjugendämter und die überörtlichen Träger der Jugendhilfe. Im Kern, die Kerninstitution der sozialen Arbeit auf der kommunalen Ebene ist das Jugendamt. Das Jugendamt ist das einzige Amt in allen Kommunen, das noch eine sogenannte Doppelstruktur vorweist. Das Jugendamt ist zum einen Teil der jeweiligen Ratsverfassung. Also es ist Teil der demokratischen Netzwerkstruktur in den Kommunen. Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss, ein Ausschuss des Stadtrates, des Gemeinderates oder des Kreistages, ist zugleich Teil des Jugendamtes. Und die Verwaltung des Jugendamtes, zu der alle Sozialarbeiterinnen und Verwaltungskräfte im eigentlichen Sinne gehören, ist der zweite Teil des Jugendamtes. Wenn also von Jugendamt gesprochen wird, so ist immer die Rede vom Jugendamt in dieser Doppelstruktur. Das ist das einzige Amt, die einzige institutionelle, der einzige institutionelle Ort innerhalb der Kommunen, der über diese Doppelstruktur
in der besagten Form verweist. Also wo im Amt selbst zum einen sich die Verhältnisse des jeweiligen Rates abbilden über die Parteien und zum anderen die Verwaltungsstrukturen. Begründet wird das über das KJHG und über die Geschichte auch des Jugendamtes im Deutschen Reich, über die unterschiedlichen Phasen bis hin zur Bundesrepublik Deutschland. Ausgedrückt oder es drückt sich in dieser Doppelstruktur auf, einerseits die Verantwortung der Gesellschaft über den Rat für die Belange, die im Jugendamt bearbeitet werden. Und es drückt sich zum anderen darin aus, dass das Jugendamt eine spezielle fachliche Verantwortung übernimmt in dieser Gesellschaft. Im KJHG über den sogenannten Fachkräfteparagraphen wird dies in Bezug auf die Mitarbeiterinnen, aber auch in Bezug auf die Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschüssen nochmals gesondert geregelt. Mehr noch sogar. Der Rat einer Kommune könnte, in der Praxis gestaltet sich das zuweilen anders, könnte, wenn gesetzeskonform gearbeitet wird, nie votieren gegen Entscheidungen, die im Kinder- und Jugendhilfeausschuss getroffen werden. Wenn im Kinder- und Jugendhilfeausschuss beispielsweise die Entscheidung getroffen wird, dass in einer Kommune in jedem Stadtteil ein kommunales Jugendzentrum notwendig ist, und damit die Forderung an die Gemeinde verbunden ist, entsprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, so könnte, wenn nicht andere Entscheidungen dann dieses wieder aushebeln, der Rat einen entsprechenden Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses nicht überstimmen. Und die Begründung liegt darin, dass für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in den Gemeinden selbst nur das Jugendamt in seiner Zweigliedrigkeit fachlich die Verantwortung übernehmen kann und ihm, dem Jugendamt in seiner Zweigliedrigkeit, auch die fachliche Verantwortung juristisch zugeschrieben wird. Das ist eine relativ starke Stellung innerhalb der kommunalen Verfassung in der Bundesrepublik Deutschland. Eine starke Stellung, die zuweilen aber über politische, parteipolitische Ränkelspiele an Bedeutung verliert. Meine Wahrnehmung ist, tendiert sogar in die Richtung, dass dieses grundlegende Wissen, nämlich der Doppelstruktur des Jugendamtes und der Entscheidungsbefugnis von Kinder- und Jugendhilfeausschüssen in den letzten Jahren im Wissen derjenigen, die in diesen Gremien sitzen, weitestgehend verschwunden ist. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo genau damit auch immer gepokert wurde. Also Einschneidungen, und es waren immer finanzielle Einschnitte, in den Etats der jeweiligen Jugendämter auch abgewehrt wurden mit Pokerspielen. Ja, wenn ihr nicht zumindest das bisherige weiterhin zugesteht, dann entscheiden wir ganz anders. Das politische Wissen ging in die Richtung, gegen das Votum des Kinder- und Jugendhilfeausschusses, damals nur Jugendhilfeausschuss, lässt sich im Grunde keine Entscheidung durchsetzen. Private, gemeinnützige Träger, da können wir im Grunde sechs zentrale Träger ausmachen. Es ist zum einen die Arbeiterwohlfahrt, es ist der Caritasverband, es ist das Deutsche Paritätische Wohlfahrtswerk, das Deutsche Rote Kreuz, das Diakonische Werk und die zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Das sind die sechs großen zentralen Wohlfahrtsverbände, die das Feld der sozialen Arbeit
Sie erinnern sich an die Zahlen, knapp 70% aller Angebote werden von privat gemeinnützigen Trägern angeboten. Das sind diese sechs, die das Feld von sozialer Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland im Wesentlichen bestimmen. Jetzt werden Sie fragen, wo bleiben denn Einrichtungen wie der Kinderschutzbund oder Johanniter-Hilfswerk oder viele, viele andere. Diese Träger, die ich eben genannt habe, der Internationale Bund für Jugendsozialarbeit, der Kinderschutzbund, die Johanniter-Unfallhilfe und viele, viele andere, die sind jeweils Mitglied in einem dieser großen Träger. Diese sechs großen Träger sind im Grunde auf der bundesrepublikanischen Ebene auch die entscheidenden Akteure, wenn es um politische Fragen in der sozialen Arbeit geht. Sie sind so stark und sie können sich so auch positionieren, zum einen, weil sie gut vernetzt sind mit anderen institutionellen Zusammenhängen in dieser Gesellschaft, über die Kirchen beispielsweise. Sie sind so stark aber auch, weil wie die Arbeiterwohlfahrt immer noch eine Nähe besteht zu der Arbeiterbewegung, insbesondere zur SPD. Sie sind so stark aber auch, wenn sie auch im Grunde zahlenmäßig schwach sind, wie die zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, weil ihnen zu Recht eine besondere Aufmerksamkeit und eine besondere Verantwortung des Staates für diesen Wohlfahrtsverband gesehen wird. Die Stärke dieser sechs liegt in der Kraft des jeweiligen Verbandes, sie liegt aber auch in der Kraft, die sie herstellen über bundesweite Netzwerke. Diese bundesweiten Netzwerke sind insbesondere Arbeitsgemeinschaften und Interessengruppen. Das klingt immer so etwas zurückhaltend. Im Kern sind das aber die Orte, wo soziale Arbeit sich politisch und fachlich aufstellt. Die bundesweiten Institutionen der öffentlichen und der freien Träger, da wo sie sich treffen, sind im Kern zwei. Es ist zum einen der Deutsche Verein, und es ist zum anderen die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Wenn Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland verändert werden, so werden die natürlich verändert über Entscheidungen, wenn es Bundesgesetze sind im Bundestag. Im Kern werden die aber an ganz anderen Orten über Referenten, man könnte auch sagen über Lobbyisten, vorbereitet. Und die Gremien sind, wie gesagt, der Deutsche Verein und die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Ja, Sie hatten noch eine Frage. Ja, Sie sind sogar relativ prominent vertreten und ich habe auch gesucht. Gewundert hat mich, der Kommilitone von Ihnen hat gesagt, dass gestern ja die Listen für die Dienstausweise von nicht im Bundestag arbeitenden oder dort tätigen Personen veröffentlicht wurde. Also welche Lobbyisten gehen in den Bundestag ein und aus? Und da war überraschend, das war nicht die Deutsche Bank, es war noch die Commerzbank, aber es waren insbesondere Vertreter dieser Wohlfahrtsverbände, die über die unterschiedlichsten Parteien Dienstausweise erhalten haben. Ich habe mich gewundert, dass der Deutsche Verein und die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe nicht unter denjenigen waren. Ich vermute mal, das liegt daran, dass sie schon dort auch Zugang haben, aber die Dienstausweise über die jeweiligen Organisationen ausgestellt wurden und nicht über diese kooperativen Verbindungen.
Ich möchte abschließend nochmal versuchen und die zwischen jetzt durchgeswitchten Folien können Sie sich dann selbstständig ansehen, nochmals darauf betonen, wie stark die Personalentwicklung in der sozialen Arbeit in den zurückliegenden Jahrzehnten sich gestaltete. Für den Kernbereich der sozialen Arbeit ist festzustellen, dass die enorme Entwicklung, insbesondere auch bei den freien Trägern, sich in dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends gestaltete. Dass mit dieser Veränderung zugleich aber und mit dieser Dynamisierung sich eine andere Veränderung abzeichnet und gegenwärtig noch vollzieht, das ist nämlich die Veränderung, die ausdrückt, mit welchem Geld in der Bundesrepublik Deutschland dann über diese Institutionen soziale Arbeitsangebote gestaltet werden. Soziale Arbeit finanziert sich immer über Steuereinnahmen, über Spenden und über andere Zuschüsse. Was Sie erkennen können auf dieser in dieser Übersicht ist, dass in den letzten 12 Jahren die Sozialbeiträge für die Finanzierung von Sozialleistungen insgesamt um 6% zurückgegangen sind. Zu erkennen können Sie dann auch in der Spalte darunter, dass der Anteil derjenigen oder der Anteil, der von denjenigen aufgebracht wird, die diese über Versicherungsleistungen gestalten, aufgrund einer Beschäftigung leicht zugenommen hat. Wichtig ist aber auch, dass die Zuschüsse des Staates insgesamt in diesem Zeitraum auch enorm zugenommen haben, und zwar auf Kosten der Anteile, die durch Arbeitgeber, also durch Industrie- und Dienstleistungsunternehmen aufgebracht werden. Also, wenn man diese Daten versucht zusammen zu betrachten, so kann man daraus folgende Botschaft herauslesen. Die Leistungen, insbesondere in der sozialen Arbeit, haben in den zurückliegenden Jahrzehnten enorm zugenommen. Im Gegensatz zu der öffentlichen, immer wieder kolportierten Mitteilung, dass der Sozialstaat vornehmlich finanziert wird von den großen Arbeitgebern in der Bundesrepublik Deutschland, ist festzuhalten, dass ihr Beitrag zur Finanzierung des Sozialstaates in den zurückliegenden Jahrzehnt um gut 10% abgenommen hat. Statt weit über 40% finanzieren sie inzwischen nur noch 34% der Aufwendungen für Sozialleistungen. Wer von Ihnen zuweilen Zeitung liest, wird feststellen, dass dort ganz andere Botschaften, häufig ohne entsprechende Belege, mitgeteilt werden. Zugenommen hat insbesondere, und das weist vielleicht darauf hin, warum viele Kommunen inzwischen mit viel Recht darauf hinweisen, dass ihre finanziellen Möglichkeiten an ein Ende gekommen sind, zugenommen haben in diesem Zeitraum zum einen die Beiträge der Versicherten, aber das ist nur minimal, zugenommen haben insbesondere die Zuschüsse des Staates in Form über Querfinanzierung. Wenn also geklagt wird darüber, dass das wohlfahrtsstaatliche Netzwerk an ein Ende gekommen ist, weil es so in dieser Form nicht zu finanzieren ist, und insbesondere diese Klagen auch vorgetragen werden von den großen Dienstleistungs- und Industrieunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland,
so wird empirisch zumindest deutlich darauf hingewiesen, dass im Kontrast zu der Botschaft, sie würden immer mehr bezahlen, ihr Anteil in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Weihnachtstage habe ich Ihnen noch eine Hausaufgabe mitgebracht. Ich habe in den letzten 8 Jahren immer schon in dieser großen Veranstaltung gefragt und mich dafür interessiert, was Sie motiviert, soziale Arbeit zu studieren. Und mich interessierte auch immer wieder aufs Neue die ganz kleine, einfache, triviale Frage: Welches Wissen möchten Sie im Studium erwerben und was möchten Sie nach dem Studium können? Wenn Sie Zeit haben, Lust haben, ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Antworten schicken könnten. Und gekoppelt habe ich daran aus dem eher subjektiven Interesse, es ist mehr eine sportliche Aufgabe, die Frage, wer von Ihnen noch in welcher Form wo sportlich aktiv ist. Warum ich das frage, einige können das, wenn sie in meinen Schriften wühlen, nachlesen, weil ich habe dazu schon zu was geschrieben. Ich würde die Antwort auf diese Frage auch nicht heute geben wollen, sondern in der Tat, wenn Sie geantwortet haben. Aber das ist hochspannend. Schöne Woche, schöne Zeit. Kommen Sie gut in den zweiten Advent. Tschüss.